Rest seines Lebens im Rollstuhl verbringen. Nur damit er die Rollstuhlrampe benutzen darf. Dann kriegst du so eine Sprachbox wie Stephen Hawking. Geil. Das ist überhaupt nicht wahr. Bitte fütter mich. Dann ist der erste Rollstuhlfahrer, der verprügelt. Ah, Mann, das war geil. Ruhe. Ah. Oh, da bin ich falsch. Boah. Oh, mehr Kapazität für Obolus, so geil. Ja, ja, ich wurde erhöht, geil. Wenn wir so viele haben, ne? Was ist das denn? Ist das Lila? Das ist ein Succubus. Das ist ein sonnender Succubus. Blah. Ich muss mal mein Inventar wieder auslernen. Schon wieder alles voll. Ich nicht. Wir haben das Schlange. Moras des Elends. Boah. Die Namen von den ganzen Orten hier. Die Steppe des ewigen Autsches. Wüste der Unfreulichkeit. Ja, die raue Wüste des kratzenden Sandes. Ich muss warten. Der Berg, den man nicht unbedingt als gut, aber auch nicht unbedingt als schlecht bezeichnen würde. Ja, genau. Ich bin noch nicht bereit. Wir hatten gute Tage und wir hatten schlechte Tage. Das ist er denn? Und er? Zwei von denen. Sind da drei von denen? Ich bin noch nicht bereit. Von Rick und Morty, der Rick, der hat einen neuen Windpulsbrecher. Ja, habe ich gehört. Ist ja gut. Ja, das war wieder eine ganz miese Nummer hinter den Themen. Die mussten den Typen entlassen. Ah, okay. Da gab es zu viele Probleme mit dem. Den mussten wir leider loswerden. Hat ein ziemliches Problem ist, weil der Ziegen, der spricht nicht nur Rick, der spricht viele Charaktere in der Serie. Die Leute, der spricht auch Morty. Wahrscheinlich voll aus. Genau wie bei Tornado. Die neue Stimme ist schon bekannt und ganz, ganz ehrlich, die neue Stimme, die haben wir schon gehört. Also ich finde, es gibt gar keinen Unterschied zwischen der alten und der neuen. Okay. Ich habe da Schwierigkeiten, den Unterschied zu erkennen, ganz ehrlich. Ah ja, Xbox hat jetzt Blizzard Activision gekauft. Okay. Das war ja vorher, weil das jetzt getrennt, das heißt ja jetzt Blizzard Activision, sind ja verschmolzen, Blizzard und Activision. Die haben das jetzt gekauft für 69 Billionen. Ah, der hat ein Tagebuch, Daniel, hast du das schon? Nope. Oh. Oh, ich dachte, wir wären wieder ein Item oder so. Sieht so aus, ne? Wir sich das jetzt gelohnt hat, 69 Billionen dafür. Und das bedeutet, dass unser Gott nicht ausgeraubt wird. Sie glauben uns nicht, wenn wir sagen, dass der Sumpf. Ich hört ruhig noch ein bisschen mehr. So. Also noch ein einladenden Ort aus hier. Diese graviert Steintür. Auf der Tür ist eine Schlange abgebildet. Ja, die Kamera bewegt sich. Vielleicht wird hervorragende Beobachtungsgabe.
dafür. Ich glaube, soll ich dir meine Augen geben? Daniel, ich glaube, wir brauchen deine Augen. Okay. Warte, dann nehme ich einfach von irgendeiner Leiche neben mir so. Daniel trifft voreilige Entscheidung, bevor ich den Text zu Ende gelesen habe. Eine Sorge, die wachsen nach. Ja, ich sagte, wir brauchen. Was? Was bist denn du für einer? Ich habe noch einen Ersatz bei meiner Hosentasche. Interessant, über historische Personen lernen wir in der Schule auch nur das, was schön ist. Okay. Oh, ich meine, wir kriegen nicht die ganzen Personen. Wir hören immer nur, was für große Sachen die erreicht haben, aber was die so bei so wie Kolumbus, der stand auf Kinder. Okay. Der hatte gerne Sex mit Kindern. Aber das steht natürlich nicht in den Schulbüchern. Was? Schulbücher? Das ist jetzt halt nicht so ungewöhnlich. Ja, heute ist das natürlich ein bisschen was anderes, aber... Oder vermutet, dass der mit den Indianern, den er getroffen hat, auch mit. Lies mal da. Aber das war. Habe ich nie gelernt. Werden immer so Lehrer, die haben sich. Die haben sich hingesetzt, so. Da waren die typischen Ersatzlehrer, die deutlich keinen Bock hatten, uns zu unterrichten. So, hier ist ein Aufgabenblatt. Boah, macht eure Hausaufgaben. So, und ich schill mich mal hier und weiß nicht. Dann hättest du den Apfel auf den Tisch stellen müssen, Daniel. Ich weiß nicht, ich hatte mal mein Grundschulrektor irgendwie. Der hat uns aber auch irgendwie nur verarscht, man. Hab ich so ein Gefühl. Der hatte einmal irgendwie so einen Trick gezeigt, so irgendwie so. Der hat ein Lineal in der Hand gehabt. Der hat ein Lineal in der Hand gehabt und der hat in einer Hand hat er festgehalten und unten hat er seine andere Hand gehabt. Und der hat das mit der einen Hand fallen lassen. Den Daumen verschwinden lassen. Der hat das Lineal losgelassen und mit der anderen Hand gefangen. Da hat er von uns verlangt, dass wir nachmachen sollen. Nur der Unterschied ist, er hat das Lineal immer noch gehalten und wir mussten das fangen. Mit der Hand. Alles klar. Und der hat das natürlich immer gefangen und wir nicht. Und ich dachte vollkommen klar, der weiß ja, wann er das loslässt. Gott, der hat immer gefangen, hat ey. Das ist voll verarscht. Ich bin noch nicht bereit. Ja, das ist, wenn die Massen nicht so schlau sind. Nur damit du mal siehst, so mit was ich für Lehrern und so auch. Wir müssen die Typen jetzt töten, nicht mal. Ich weiß einmal, ist irgendwie, weil nicht. In die Klasse gekommen, hat irgendwie die Beine hochgelegt am Schreibtisch, hat Kaugummi gekaut, irgendwie ein Schüler hat gesagt, oh, wir dürfen aber keinen Kaugummi kauen in der Schule. Dann hat er einfach nur gesagt, oh, ich bin aber der Rektor, ich darf das. Ah, Schule war schon schön, ne? Ja, genau. Schöne Zeit. Was wollen wir machen? Ich dachte, dafür ist kein Überlebender stirbt von euch ab. Ich habe irgendjemand gehört von dem neuen Digimon-Film, habe ich irgendwie was gehört? Davon habe ich noch nie was gehört. Okay. Seid gesegnet. Ich nehme an, das ist auch wieder hier so. So mit hier mit den Dragon Ball Super-Filmen und alles was hier. Da wird nur ein Tag oder so ausgestrahlt oder irgendwie so weiter wieder.
lustig. Ich habe nur ein Tag, aber die Uhrzeiten sind immer unmöglich, wann der ausgestrahlt wird, ey. Ja, ja. Mitten in der Woche um 7:45 oder so, ey. Ja. Ich meine, irgendwie, wenn jemand sagt, jemand wollte sich das angucken oder so. Also keine Ahnung. Eine andere Geschichte am Wochenende wäre, aber mitten in der Woche gehe ich doch nicht um 7:45 nach draußen. Immer so spät. Ja, Daniel, wir sind zu klein. Wir dürfen die Mühezeit nicht mehr nach draußen. Ja, genau. Oh nein, wir haben mehr der Unschuld. In meiner Nachbarschaft will ich nicht so spät rumlaufen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Also, du musst ja nicht mal weit durch deine Nachbarschaft laufen, du Klon. Oh, es ist sehr dunkel. Von deiner Nachbarschaft, als müsstest du, weiß ich nicht, über Zäune klettern und was weiß ich nicht alles, ey. Also müsstest du den Scheinwerfern von dem Luftturm ausweichen. Hört man nicht? Nein. Ich lebe in einer anständigen Nachbarschaft. Musst du keinen Snipern ausweichen auf dem Weg nach Hause? Ja. Ich glaube, der Stein von Indiana Jones, ja. Ich stelle mir einfach so Tusken Raider irgendwie so vor. Natürlich sind das Afroamerikaner, ne Daniel, du rassistisches Stück Scheiße. Also Tusken Raider über Afroamerikaner in der Star Wars Welt oder was? Nein, aber du hast jetzt das Stück, du betrachtest du die etwa so? Ja, ich kann das auch. Bin ich jetzt irgendwo reingegangen? Ja, ich glaube schon. Oh nein, lassen wir nicht mit den ganzen Viechern hier allein. Aua. Aua. Was ist denn da? Na, nicht. Die ganze Gruppe. Jetzt hast du die weggeschubst, Idiot. Ich wollte gerade einen Angriff in die Ränder. Ich muss warten. Warum halten die so viel aus, ey? Aber wissen wir, ob die auch machen, ey. Findet das linke Auge. Ja, wir sind doch in die Richtung. Er wird uns sogar angezeigt, wo wir hin müssen. Nein. Ja, da ist das rechte Auge irgendwie. Das rechte Auge haben wir irgendwie anscheinend schon. Da müssen wir nur noch einsetzen. Das müssen wir aber linke finden. Diese Schlangentür. Ich höre irgendwo, Gelächter. Das weiß ich. Uns jemand sein Auge ausleihen. Gott. Ich kann noch mehr getriggert. Ja. Such meine Geister da rein. Die sind immer auf, dafür nicht da. Oh, das sieht doch irgendwie wichtig aus hier. Und so Symbole am Boden. Ich weiß gar nicht, wie wir andere gefunden haben. Liebes Lager! Oh, irgendwie ist irgendwie. Oh, mit ihm müssen wir reden. Hier ist jemand. Müssen wir reden. Will nicht. Ich auch nicht, aber der hat ein Auge vielleicht. Was ist euch zugestoßen? Die
Diese Narren von Dorfbewohnern haben nicht auf uns gehört, als wir die Edelsteine zum Öffnen des Tempels forderten. Der Tod hat sie ereilt. So läuft das. Aber ich höre sie immer noch. Ja, so läuft das. Warnungen. Vier von uns sind jetzt tot. Ich auch, ich höre irgendwann. Und ich werde bald folgen. Oh, danke. Ich hab ein Auge. Ja, oh. Ich habe gerade eingesammelt. Bei mir steht gerade, setz das linke Auge ein, setz das rechte Auge ein. Ja, liegt bei mir nichts. Ja, dann habe ich das schon eingesammelt. Das steht bei mir auch. Ja, weil ich das eingesammelt habe. Gib mir dein Auge. Nein, nimm dein eigenes. Alter. Ah, wie ist das? Ah! Okay. Hm, aber ich vergesse mein Pferd, ey. Nur ganz vergessen. Ja, Crocodile ist die Mutter von Waffy. Was? Ja, das glauben die Leute. Es ist ja die Theorie, dass der meine Frau von Waffy ist. Ja, ja. Das schneller ein, ich setze das dritte Auge ein. Ich lege einfach so ein Auge ins Nasenloch. Schneller rein! Boah, ich muss mal ein paar Sachen hier auslagern. Ah. Weg damit. Weg damit. Was ist denn für ein billiges Amulett? Da habe ich ihn dann mal eingesammelt. Was ist das? Ich sammle da rein. Oh, Daniel gibt mir seinen Krempel. Geil. Und dann noch ein Paragon-Punkt, den ich ausgeben kann. Boah. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hier bei meinem nächsten Level-Up erreiche ich das Ding in der Mitte hier. Diesen Glyphensockel. Ich weiß nicht, ob ich hier noch. Ja, genau. Wie kannst du denn schon so weit sein hier? Mal sehen, was da passiert. Oder nimmst du irgendwie so einen Umweg oder was? Na, ich gehe rechts rum. Hm. Ja, dann. Ja, dann bewege ich mich so ein bisschen in die Mitte rein. Weil ich nach links, weil ich danach nach links will. Nach links oben. Weiß ja nicht, in welche Richtung du willst danach. Mhm. Nach rechts, links ist scheiße. Unsere ja. Paragons sehen genau gleich aus, Daniel. Ja. Ja, hast du gesehen in meinem Video? Designmäßig ja, die sehen nicht. Ja. Hm. Das designmäßig sind die dieselben. Ja. Was war das denn für eine Scheiße? Ich habe Mosquito erledigt. Er hat ein bisschen Blut gehabt. Will da rüber. Ein bisschen Blut. Ja. Guckt er an. Damit kannst du ein ganzes Handtuch auswringen. so viele Animes, die ich gucken muss, Daniel. Nein. Ist eine Anime über ein Mädchen, das irgendwie sich umbringen will und dann jemanden trifft, der nicht sterben kann. Was? Nee, okay.
Ja, ich bekomme immer so Shorts hier von YouTube irgendwie so empfohlen. Okay, ja, ich auch. This anime is gonna make people crazy. Also irgendwie so eine Anime über so ein Mädchen, das sich umbringen will. Weil jeden, den sie berührt, irgendwie, weiß nicht, irgendwie voll Unglück oder so bekommt. Deswegen will sie sich umbringen. Ach so, das ist Undead an. Ja, der ist auch neu. Undead Unlucky. Ja, ja. Weiß ich den Namen von der. Also was bekomme ich immer irgendwie in Polen so. Ich auch. Danach ignoriere ich das. Nachdem du dir das angesehen hast, oder was? Doch. Unsere Elite, wie kannst du das sagen? Sind wir auch. Führst du mich hin? So ein Ort voller Wunder und Abenteuer. Ja, das mit den Abenteuern auf jeden Fall. Ob dann ich bin noch nicht. Boah. Oh, kann das gute Zeug mal weg von mir gehen? Nein, das sieht doch gut an dir aus. Du liebst das ohne Zeug. Aber das ist nicht. Oh, meine Kollegen. Wir tun irgendwie Red vs. Blue überall von YouTube entfernen. Oh. Auf ihrer Seite veröffentlichen. Ja, wahrscheinlich. Viele Videos sind auch privat gestellt worden hier von Red vs. Blue. Ja, haben die auch mit ihrer anderen Serie hier, Ruby, haben die halt auch gemacht. Glaube ich. Ja, Gott sei Dank, ey. Die haben meine Playlist ruiniert, ey. Die war perfekt. Ich hab da eine Menge Arbeit reingesteckt. Aber die müssen noch Geld verdienen. Ich muss dann bezahlen, um auf deren Seite halt anzugucken zu können. Wir müssen noch Geld machen. Ich muss warten. Genau wie die YouTube-Ads, die wir nicht mehr abstellen können. Toll. War eigentlich so schön, so ohne Werbung. Weiß, ich habe das seit Jahren schon ohne Werbung. Ja. Geblieben. Ich muss warten. Bin ja schon richtig. Ja, eigentlich wäre der falsche Weg. Ich bin noch nicht dran. Oh, ja, bei Jedi Survivor, ich glaube, das war der letzte Part, den ich hochgeladen habe, hier so ein Schatzradar bekommen, ne? Ja, ja. Da sieht da relativ praktisch aus. Ja. Er macht so bestimmt voll einfach hier. Wundern jetzt. Ja. Pff.
Er zeigt aber auch Sachen an, die noch gar nicht gespawnt sind, ey. Er muss ja bestimmte Sachen machen, damit die erstmal spawnen, aber trotzdem zeigt er die schon auf der Karte an. Weihrauchkasten, aber ja, wir sollen ja eher einen Stopp abholen. Oh Mann. Ah, ich kann mich nicht bewegen. Ey, ja, was geht? Aua. Schock mich nicht. Boah, Disco, Disco. Aua. Ja, man ging irgendwas übel erledigt. Du hast keine Chance gegen uns. Ja. Oh nein, da ist doch noch jemand. Ich glaube, ich hab dir einfach voll viel Schaden. Los, los, aua! Das war einfach. Der war nicht stark. Na, zurück zum Stoff. Mystisches Raucherwerk. Ach so, da. Na klar, da ist ein Seil, der uns nach draußen bringt. Ja klar, direkt vor den Ausgang. Das Seil, das hängt jetzt hier so, das kommt von oben. Hey, Loraf, wir haben den Stoff. Gut, ihr habt das Räucherwerk gefunden. Ich bewahre es. Hat Loraf gesagt? Während ihr fort wart, hat sich Timur mit uns angefreundet. Also, zumindest mit Lorat. Er hat wohl ein Händchen für alte Frauen. Okay. Oh, Lorat ist ein Milfhunter. Sie sagt, dass dort ein Altar steht. Dafür ist das Räucherwerk bestimmt. Er ist nicht weit von hier. Ich bin da zusammen betrunken bei den Schweinen, von mir aus. Okay. Okay, ein seltener Deutscher. Ah, ich höre Elefanten, nein! Musik, ich höre Elefanten. Ich muss mal kurz zurück irgendwie meine Klamotten verkaufen. Ich habe keinen Platz mehr. Und ich auch nicht. Ah, da müssen wir wieder so weit laufen danach. Egal. Lass ihn hier laufen, wir haben Pferde. Voll den Indianer-Chorus, ey. So viele neue Sachen, die ich machen kann hier. Teuflischer Schreckenskolben, ja, den Skin hätte ich gerne. Oh, die Rüstung von Johanna können wir auch. Ich wusste gar nicht, dass die hatte. Die können wir auch. Geil. Das ist die Rüstung meiner Mutter. Sie war das Wertvollste in meinem Besitz. Ja, geil. Neues. Deine Mutter. Neues Design freigeschaltet. So, weg mit dem Müll.
Das Messer hat wir gerade bekommen, haben es natürlich voll schwächer. Besser als meins. Ja. Ja, ich kann ja. Halt, also ich kann halt nicht ausrüsten, also. Ja. Schlechter, 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 schlechter. Okay. Oh Gott. Aber so ein paar Schlüssel soll ich mir mal holen. Wo ist denn der schon wieder? Warum kann er nicht mal in der Nähe von den anderen Leuten immer sein? Es ist mein Inventar wieder schön leer. Hm. Ich hole mir mal 5 Schlüssel wieder. Ist noch eine, das ist in diesem anderen Film gewesen. Da. Ja, das ist das Imperial Ramon im Paladin-Modus. Ja, ja. Ja, weil du Impmon gesagt hast. Er ist lila. Ja, Entschuldigung, Impmon ist geil. Er wird zu Belzemon. Ja, der hat eine Knarre. Und ein Motorrad, der ist voll cool. Knarren. Der ist voll edgy. Ja, der hat Flügel, der braucht kein Motorrad. Der hat der grüne Augen. Weil er gut ist. Mutter, ja. Ich bin zu Hause. Ist auch gut geworden am Ende. Ja. Da hat er grüne Augen und bekommen. Und dann ist er gestorben. Ja, was? Oh, ja. Da kann ich mich nicht mehr erinnern. Dass ich fort war, aber ich habe diese Blumen. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass Leomon gestorben ist. Blumen. Ja. Also wie immer. Du hast mich wegen eingelassen. Du dummes Mädchen, du verfluchtes Geschöpf. Aber. Oh, du hast recht gehabt. Wir zeigen die Blumen. Die Asche, die Leiche. Und sie stirbt dabei. Alles führt zu ihr. Bei dir zu Hause, Daniel? Was? Nein, bitte. Ich habe nichts getan. Lasst mich. Dafür werdet ihr bezahlen. So viel Aufhebens um sie. Nimm sie mit. Führt sie ab. Hey, das ist was? Ja. Mir habe ich gerade nicht gecheckt, was passiert ist. Ja, die ist eine Ketzerin. Die hat Blumen gesammelt. Ah. Oh. Hat sie sich gerade Staub aufgelöst oder waren das die Blumen? Was redest du da? Die hat die Blumen doch ins Feuer geschmissen. Also ich dachte, die alte Frau hat irgendwie die Blumen gesehen, hat sich dann aufgeregt, so was, du hast mich wegen Blumen allein gelassen und dann ist sie zu Staub zerfallen. Nein, die hat die Blumen ins Feuer geschmissen und dann kam hier die Polizei oder. Okay. Schaffen Fuzzi, das waren. Okay, habe ich irgendwie nicht aufgepasst. Ja, da überrascht mich überhaupt nicht. Oh, die Quest ist noch nicht zu Ende. Nein. Jetzt müssen wir die finden. Ja, jetzt müssen wir die aus dem Gefängnis befreien. Ich war da irgendwie witziger. Du hast mich wegen Blumen allein gelassen? Da ist die einfach zu Asche geworden. Sollte zu Staub zerfallen. Die Frau oder was? Ja, ich habe gedacht, die Frau ist zu Staub zerfallen. Also welche Frau eigentlich? Die Mutter oder jetzt die Mutter? Die hat die Blumen gesehen. Also, ja. Ketzerin. So, ja, noch ein Dungeon. Müssen wir in die nächste Dungeon. Okay, cool. Ich habe das allwissende Auge in meiner Hand, ja. Aber kann ich die Monster jetzt fangen? Bitte! Lasst mich!
verwandelt sich doch bestimmt in irgendwas. Die sieht aus wie diese Handmaidens von hier, Jedi Power Battle. Ja, die man retten muss. Ich weiß. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Halt's Maul. Warum brennt die? Ich halt schon mal meinen Knüppel rein. Ja. Bonk. Oh, der hat die zur Asche. Oh nein, ups. Ups. Seid ihr wohl auf? Gar nicht. Es ist schon wieder geschehen, nicht? Ich habe die gar nicht angefasst. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Bitte, haltet Abstand. Ich will euch nicht aufwehtun. Mein Gott, das ist eine riesige Waffe, die da liegt. Bitte. Sagt meiner Mutter, dass es mir leid tut. Es tut mir so leid. Mir auch. Ich wollte sie nicht zu Staub zerfallen lassen. Müssen wir der jetzt hinterher rennen? Nee. Ja, der wird schon gut gehen. Ich will das einfordern. Oh, ein Fertigkeitspunkt, geil. Hm? Nicht für dich, Daniel, keine Angst. Oh. Ja, haben wir wieder Regionsfortschritt oder irgendwas? Ah. Ich nicht. Ja, ich, nicht du. Ich habe 195. Wie hast du denn das schon wieder gemacht? Was machst du andauernd, wenn ich nicht hingucke? Das gibt's ja nicht. Ja, Daniel, spüre den Zorn, strecke mich nieder. In der Wege, dass du dir so, noch kannst. So nebenbei so Nebenquests, wenn ich nicht hingucke. Ja, ich tue die Quests mit Style beenden, deshalb kriege ich halt mehr. Ja, ich habe die Quests auch gerade erledigt, während der gerade eine andere Quest irgendwie abgibt, so. Hm. Ja. Oh, ich habe mein eigenes kleines. Ich habe mein eigenes Abenteuer, während wir unser Abenteuer haben. Ja. Mehr Essenz, ja. So, wir sind zu der Vera zurück. Ich will die nicht schon wieder verfolgen, ey. Ist doch wieder von irgendeinem Dämon besetzt. Ich. Nee, das ist die Tochter. Wir müssen jetzt zur Mutter. Aber ich dachte, die ist zur Asche geworden. Ja, hab ich auch gedacht. Aber jetzt geht's ja wieder besser. Das weiß ich, dass du das gedacht hast. Das ist das Problem. Ich war gehalten. Das Storytelling von diesem Spiel ist halt verwirrend, okay? Ja, wenn man nicht hinguckt, ja, auf jeden Fall. Wir müssen Lilith töten. Was um Gottes Willen müssen wir in diesem Spiel machen? Ich sagte doch, ihr sollt gehen. Ich weiß nicht, wo das dumme Mädchen ist. Ich werde euch beobachten. Wer ist das denn schon? Wenn er das weggelaufen, wohin kann sie gegangen sein? Schon wieder. Wie meine Gestalt und erzittere. Bleibt sie fort. Ohne sie bin ich besser dran. So viel zu all ihren großen Ideen, um mich zu heilen. Psst. Hier da. Hier drüben. Draußen. Wer redet da mit mir? Nicht hier. Folgt mir. Nein. Also, du sollst der Folge nicht voll rauslaufen. Bei mir ist sie schon hier. Bei mir aber noch nicht. Wieso ist denn deine Frau schneller? Susanna. Warum habt ihr mir zugeflüstert? Ihr wollt doch Aneta helfen. Boah. So ein liebes Kind. Nein. Das nicht verdient. Nein, ist sie nicht. Sie war am Brennen. Es gibt ein altes Buch mit Hausmitteln, in dem
verderbtes Blut erwähnt wird. Gegen Flüche, also du musst Wasser rückwärts trinken, okay. Erfahrt ihr vielleicht, wo sie hingegangen ist? Und bitte beeilt euch. Hausmittel, ey, die komischen Bauerndorfmittel, ey, aus der Vergangenheit. Die sich für das Mädchen interessiert. Ich stelle mich jetzt schon nicht mehr. Länger du redest, desto weniger interessiere ich mich. Such du in den Häusern nach Hausmittel. Hat er sich gerade an dem Kind angewärmt, alles klar. Welches Häuschen? Dort hier? Dort hier? Das ist es. Ja. Das ist ein Feuer. Das ist es. Der Daniel hat nur das Cover gesehen, das ist es. Reist zu den Blindhöhlen, verlieren wir jetzt unsere Augen. Ja, Richtung Hauptquest. Ungefähr. Der Daniel ist ein aufstrebender Barsch. glaube ich. Reist zu den Blindhöhlen. Nein! Aus dem Weg! Boah, überall Sackgassen. Hallo, schon mal her. Ja, der hatte keine Kohle, der hatte nur so ein Standardpferd. So, er hat gar nicht einen Fertigkeitspunkt einfach. Mein Gott, Daniel, endlich, ey. Wieder irgendwo in dem Gebiet entdeckt, oder? Ja, schon wieder ein Ding. Geht weg! Bitte! Bitte! Geht weg! Geht's euch gut? Ich fühle mich nicht gut. Ja, Daniel, genau. Die Stimmen sind so laut. Sie schreien mich an. Ich brauche das Spinnengift aus dem Inneren der Höhle. Ich muss heim zu meiner Mutter. Bitte. Warum braucht sie ein Spinnengift? Das ist keine Heilung. Ja, die will sich umbringen, Daniel. Gift ist das absolute Gegenteil von Heilung. Muss ich jetzt mal raten. So, wo packe ich meinen letzten Fertigkeitspunkt hier rein? Aber Spinnengift kann ein Mittel gegen Kopfschmerzen sein. Wir gehen ja schon. Ich bin meine Heugabel. Ja, Daniel ist vom Barbaren zum Bauern geworden. Fängt auch mit B an. Manchmal sehe ich mich einfach nach ein ehrliches Leben, okay? Alles denn ehrlicher als Sachen zu erstechen? Der Möse zu erstechen. Ich meine, als Bauer tust du doch. Ich meine, als Bauer tust du doch auch Kühe und so erstechen. Oh, Spinnen gibt's, jawohl. Oh, wir haben so viel Schaden. Mann, du hast eine Schwäche gegen Gift. Oh, doch, wir wollen ein bisschen töten. Das einziges... Ja. Ich bin noch nicht bereit. Wir sind da schon wieder passiert. Ah, Spinn. Spock mich nicht an, ihr blöden Viecher. So, meine Bros. Er wagt es, den Schild des Todes zu betreten. Ich bin noch nicht bereit.
Oh. Ich muss warten. Okay. Da war ein befallener Dorf, oder? Feuer Arachnida Hor. Ich bin noch nicht. Meine Zeit ist gekommen. Nein. Ich bin noch nicht bereit. Und die Schlange vorher gegen die Wand gerammt, das hat er gesehen. Ich muss warten. Ja. Ah. Spinnen wir. Ja, ich auch. Ah, hier müssen wir noch was machen, ja. Kämpfe gegen einen Elite-Kämpfer. Ich auch. Ich bin noch nicht bereit. Stich. Denn die Hose, ja. Was hat er mit deinen Elite-Gegner gemacht? Ich hab ihn getötet, ja. Ich muss warten. Letztens habe ich irgendwie bei Dings, bei Saturn irgendwie so gesehen. So Star Wars Spiele, hier so ältere. So als du hast irgendwie Jedi Knight 2 und Jedi Knight 3. So als irgendwie. Da war Spiele oder was? Ja, ja. Irgendwie so zwei Spiele im einen. Aber weil es so ältere Spiele, so Jedi Knight 2, Jedi Knight 3 also, im einen. Ja, ja, ich weiß, dass das ältere Spiele sind dann. Muss ich mir überlegt zu holen, irgendwann mal. Eins davon war. Einmal Star Wars Pod Racing, glaube ich. Und eins war. Ja, geil. Republic Kommando, ich weiß nicht, ob das was der was sagt. Soll so ein Shooter gewesen sein, glaube ich. Ich bin noch nicht. Ja, ich weiß, was das ist, Daniel. Ich mir überlegt zu holen, ey. Da kam vor kurzem eine remasterte Version von raus. Ja, ich nehme an, das ist die Version dann. Und zwei Spiele im einen. Also nicht Republic Commando, das war deiner Zeit voraus dem Gameplay. Ja, hast du das? Da konntest du deinen Kameraden. Ja, ich habe das nie gespielt, aber ich weiß, worum es da. Ja, ich auch nicht, deswegen. Ist nur ein Bild. Das war für seine Schwierigkeit bekannt, ey. Das ziemlich schwierig war für einen Shooter. Und das halt ein bisschen zu kurz war, da sind nicht so viele Missionen. Aber war revolutionär, weil du deinen Kameraden irgendwie. Ja, stand auch so irgendwie.
Kannst deinen, Kollegen irgendwie Taktik das zu war das Main Feature, gewesen, ey. Ich muss warten. Das war für die Zeit, dass er rauskam, voll revolutionär, ey. Ja, ja. Ich muss warten. Na, ich ruhig mehr, das. Ich glaube, das war echt schwer gewesen sein. Relativ schwer jedenfalls. Jena 2 und Jena 3 würde ich auch mal gerne wieder spielen. Hat mir eigentlich auch Bock gemacht. Ich weiß genau, wovon du redest. Oha. War ja so die Vorläufer hier von so Sachen wie Force Unleashed, also was. So vom Gameplay her. Genau. Ja, sind fast dieselben Spiele. Ich bin Jaden Core und bin böse. Oder gut. Nein, ich bin böse. Ich weiß, ich habe früher immer nur mit Cheats gespielt. Alter, du Lusche. Ich hab das Hardcore gespielt. Ja, ich weiß nicht, wo ich die ganzen Cheats immer erkannte, aber irgendwie, ich habe immer so Cheats immer, wo du irgendwie, weil ich durch die Gegend fliegen konnte oder konnte unsichtbar werden und so. Ja, ich war ja die Gegner klar. Ich gar nicht angegriffen, weil ich nicht gesehen habe. Ach, deshalb bist du so gut in allen Spielen, ich verstehe. Haben wir am Anfang immer schon direkt ein Lichtschwert gegeben im zweiten Teil. Nur mal einfach noch mit so einer Knarre rumläuft. Und der ganze Sturmtruppler mit dem Lichtschwert erhebt. Ich bin noch nicht bereit. Hier war überall Meme platziert, als ich unsichtbar war. Ja, war noch Zeiten. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Ah. Oh, komm her. Oh, der Schild. Ich muss warten. Schild, ja. Aha. Oh, ein Bastardschwert, sehr geil. Ja, ich nehme an, da oben ist dann der Boss. Nehmen wir mal auch noch kalt. Den haben wir noch gerade getötet. Naja, da war nur so Dorfbewohner. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Na, guck dir mal Knüppel an. Guck ihn ja. Er ist massiv. Sehr, ganz toll. Er knüppelt viel. Ich habe so ein paar Streamer mal gesehen, wie die ja Lies of P gespielt haben, dieses Souls-like, was du mal erwähnt hattest. Ja, da ist schon wieder ein neues gerade rausgekommen, neues Souls-like hier, Lords of the Fallen. Ja, ja. Meine Freunde sind tot. Alleine werde ich bald sterben. Ja, da ist jeder, wird dann auch spielen, ne? Oh, warum nicht? Ja,
denke ich jedes Mal, wenn so ein Zoo sein soll wieder kommt, typisch dann jeder Life of P soll wieder typisch schwer sein, also, ne? Dann schon Update wieder voraus, damit er leichter wird. Okay. Müssen Leute halt besser werden. Das ist sowieso immer das gleiche Spiel, nur mit anderer Auflage. Ah, dann jemand besiegt den Octobox oder? Hab ich schon lange nicht mehr versucht. Ja, Leute. Du schaffst das, dann muss ich nur besser werden. Keine Ahnung. Ja, mach ich auch. Ich muss warten. Ich schon lange nicht mehr versucht. Das sag ich vielleicht. Bis du dann noch schwereren Scheiß machen musst, okay, das ist geil. Also der Zeit. Ja, ich will einfach sehen, wie du darauf reagierst, wenn du so weit kommst. Danke, ich schaff alles. Keine Sorge. Ich denke, jetzt komme ich zurecht. Bitte, nehmt dies. Amulett. Ah, was ist das denn hier? Ein seltener Fokus, brauche ich gar nicht. Noch zu haben. Gucken. Ist noch irgendwas? Hexervergeltung. Ich glaube, das ist nichts für dich, aber ich brauche das nicht. So, nein, Antivirus, geh weg. Ich sehe nichts. Ja. Warte mal, ja. Plus 100 plus Rang für alle Fertigkeiten des Typs Waffenbeherrschung. Ja, wo und der war maximal 100 Zeug wird vielleicht Stehlung, nur Baba. Ha, aber dann verlegt man aufstampfen. Dann ist mein Stampfer nicht mehr so wuchtig. Dann verlierst du deine ganze Fähigkeit. Du musst du das extrahieren, Daniel. Da war eine große Explosion. Ich muss warten. Du kannst ja den Aspekt mit deinem Stempel da extrahieren und was anderes reinpacken. Nein. Ja, wenn er den nicht verliert, weiß ich nicht, wenn er den nicht verlieren. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Meine Ahnung, komm, die Tape von. Komm, 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 komm. Haben wir mehr diesen Effekt, geil. Zu den innerhalb von 5 Sekunden 30 Gegner. Wer war das? Ich hab den Trank genommen. Ihr Wichser. Ich war auch fast tot, ey. Ich hab den Trank. Ich hab gemerkt, meine Energie geht runter. Ich hab den Trank gestorben. Ihr Pisser. Aber wir standen da irgendwie zum Gift oder irgendwie sowas, glaube ich. Das war ein bisschen knapp. Also abgelenkt von dem Erfolg. Und da haben wir unseren Boss. Nein, direkt, fass uns nicht an. So, einfach hier stehen, dann mach ich mehr Schaden, ja. Ich bin noch nicht bereit. Du machst mir nichts an Schaden, aua. Ha, wenn ich meine Ramme einsetze, zählt das nicht als Bewegung. Deiner Ramme. Wenn ich meine Ramme benutze, zählt das nicht als Bewegung.
Alles klar. Ja, ich behalte noch meine Wohnung. Nein. Oh, wie komme ich jetzt daran? Da muss ich mich ja bewegen. Alle weg. Ich muss warten. Boah. Nein, ich bin nicht. Nein, ich bin betäubt. Ich muss warten. Was sehe ich? Ich blicke gar nicht durch, was da gerade passiert, Alter. Ich bin noch nicht bereit. Ausgezeichnet. Aspekt des wütenden Sturms freigeschaltet. Noch eigentlich mal ein legendärer Spiel. Obsidian Klinge der grenzenlosen Wut. Oh, perfekt. Okay. Oh, so wäre fertig. Ne? Müssen wir danach hin. Ach ja, wir müssen halt Gifte einholen geben. So als Medizin. Ja, die will sterben, Daniel. Ich glaube, die will sterben. Nein, die macht Medizin aus dem Gift. Ich glaube, Gift ist nicht so ein Geschenk, das man einer Frau schenken sollte. Vielleicht seiner Mutter, aber. Ja. No. Wie romantisch. Das ist deine Mutter, das soll nicht romantisch sein, du Perverser. Keine Ahnung. Wir erfahren heute die tiefsten Abgründe von der Jeno LP. Ah. Kinder, beware. Children beware von Daniero. Die gehen an den Zaun, ey, der Daniel an den Zaun und fängt an zu. Ihr habt ein Stück Kaugummi. Sie brachten uns. Oh, hier ist ein Tagebuch. Entkam aus dem Spinnennetz. Ja, wir haben Eingang. Kann ich sehen. Zu dunkel. Julius, kopflos, aber trotzdem. Höre, wie sie näher kommen. Kopflos ist ein komischer Nachname. Oh, Ladebildschirm. Julius, kopflos. So, oh, das ist ein Kochtopf. Ja. Yeah. Seid ihr euch dabei sicher? Nein, aber nur so kann ich wieder nach Hause. Oh, oh Götter. Oh, tut das weh? Und heute, Kinder, haben wir gelernt, dass Gift nicht gut ist. Natürlich tut es weh. Ihr habt gekochtes Gift getrunken. Wer seid ihr? Lasst mich! Euer Blut ist entflammt. Die wieder anzubrennen. Schließt eure Augen und atmet langsam. Wie? Fragen könnt ihr später. Trinkt das zuerst,
bevor ihr von eurem Kurzsichtigen. Okay. Die ist mitten im Satz auf einmal. Ja, jetzt irgendwie aufgehört zu reden. Trink das, bevor ihr. Mein Name ist Golias. Dieses Kind ist nicht verflucht. Es hat große Kraft in sich. Es wurde vom Sumpf erwählt, wie Jahre zuvor auch ich. Ist er ein Oger? Was? Ich? Alle hat die Klappe. Ihr seid auserwählt, eine Hexe von Havesat. Oh nein. Aber ich kann nicht. Ich kann meine Mutter nicht verlassen. Hast dich. Sie ist krank. Und hast dich. Sie braucht... Ihr könnt ihr in diesem Zustand nicht helfen. Aber ich verspreche euch beizubringen, was ihr wissen müsst, um für sie zu sorgen. Um eure Kraft zu kontrollieren. Ich... Anita, ihr könnt vor eurem Schicksal nicht davonlaufen. Der nächste Schritt wird schwierig. Nicht Wambo, du Wambo. Das Einfachste. Hier ist doch hier. Okay. Boah, jetzt gehen immer noch weiter. Boah. Story endet nie, Daniel, das ist die ewige Geschichte. Okay. Das ist wie dieses fliegende Hundedrachen. Es ist wie dieses fliegende Hundedrachenvieh. Ihr helft ihr. Ich habe es gesehen. Wo sind sie hin? Sagt es mir. Nein. Für wen Nein. haltet ihr euch eigentlich? Na. Sie ist jetzt meine Tochter. Meine. Nein. So jetzt ist Nein. sie meine Tochter. Wird euch das leid tun? Nein, ich möchte das nicht.